Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part haben wir uns zurück in die Stadt begeben. Und jetzt wollen wir mit Laris sprechen, weil wir uns auf die Suche nach Ornamenten machen wollen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament suchen. Dann wollen wir mal. Dann folgen wir Laris und dann sollte das ganz schön problemlos laufen, die Geschichte. Und ja, wir folgen ihm ganz entspannt, das wird schon alles, der wird schon wissen, was hier abgeht, was hier vorgeht und so weiter. Das weiß doch inzwischen jeder. Jo, dann verlassen wir uns mal auf Laris und ja, ich bin sehr gespannt und wünsche euch viel Spaß mit diesem Part. Bin gespannt, wo er uns hinführt, wie lange die Reise sein wird, wie lange wir unterwegs sein werden und ja, wir lassen uns einfach überraschen. Und der Mensch erschlug das Tier. Ein Mensch erschlug das Tier, das geht ja gar nicht. Ach, der wartet auch, wenn wir mal gerade nicht so direkt vor ihm stehen. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, freue ich mich auch, Mädel. Der ja ein Flottengang hier. Das habe ich schon immer gesagt. Mika, moin. So. Gut, jetzt haben wir schon mal die Stadt verlassen. Laris ist ja bei uns. Wir hören hier schon Mistviecher, wie die sagen würden. Wir nennen es aber Wildnis, Tiere, was weiß ich. Freie Wahl, ja. So. Waffe halten wir gezückt, man weiß ja nie was. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Gerne. Doch. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Bellt jetzt die Rüstung an oder nicht? Lass uns weitergehen, Kollege. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Achso, jetzt bellt die Rüstung an. Cool. Ja, nett. Das macht das ganze Spiel auch ein bisschen realistischer. Der geht nicht so krampfhaft zum nächsten Punkt, sondern bleibt auch mal stehen und sagt, ach, das wollte ich dir erzählen, wie das im reellen Leben ist. Wenn man spazieren geht und man einem irgendwo hinführt, dann will man auch manchmal was sagen und dann, ja, das ist wieder ein Plus für das Spiel. Das Spiel, das wird mir echt nicht langweilig. Viele andere Spiele werden mir irgendwie nach 10, 20 Parts langweilig, aber das hier, da ist mein Durchhaltevermögen sau gut. So. Aber wir folgen ihm. So. Geht jetzt zur toten Harpie? Ach, da was ist los? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Achso. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Immer noch, Kollege. Ja, das ist dicht. Dem treten wir schon fast in die Hacken. Aber solange er sich nicht beschwert, geht's ja alles, ne? Ach, hier runter. Oh, ich wollte das Tief. So, jetzt speichern wir mal zwischendurch. Kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ne? Wunderbar. Zack. Hoch, waren die hier schon? Ich glaube schon, oder? Ich kann mich nur nicht erinnern. Oder ich glaube, hier waren wir schon, oder? Naja.
Egal. Irgendwann kommen wir überall hin. So. So, gut. Wohin? Laris, wie weit geht der Weg noch? Jetzt laufen wir schon fast neben. Yeah, Level up. Wie viele Lernpunkte haben wir wieder? 10. Wenn man so mit... Langsam sind wir ja mitten im Spiel drin. Ich würde nicht mehr das Anfang nennen. Und da merkt man, da geht das Level schon mal deutlich schneller langsam. Gib den Viechern ordentlich Saures! Ah, ich habe ihn aus Versehen geschlagen. Das kann immer mal passieren. Zum Glück hat er keinen Stress gemacht. Edmund, neuen Spruch. Gib den Viechern ordentlich Saures. Habe ich noch nie gehört. Halt! Wo bist du? Ach, hier. Ich dachte schon, er ist jetzt weg. Hatte schon Angst, dass er mich alleine lässt hier, der Laris. Mach mir jetzt nicht schlapp. Mach ich doch gar nicht. Achso, ich muss noch sagen, wir sind zu weit. Quatsch nicht, lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter. Ja. Naja, ist ganz gut, dass er mal wieder anspricht, daran kontrolliert, ob wir noch Aufmerksamkeit, ob wir schon aus der Puste sind. Wird das bei Gothic 2 nie sein werden. Oh, hier Innerstattung. So. Eine Steintafel, da haben wir doch wieder was Schönes für Vatras. Ne? Hey! Spricht der oder? Da will ich mitkämpfen. Ui. Nice. Nice work, Kollege. Gut. Ach, wir kriegen sogar die Erfahrung, wenn er das macht. Cool. So. Die Pfeile nehmen wir gerade nicht, weil, wer weiß, wir wollen ihn ja nicht so lange aufhalten. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht. Oh, Goblins. So, wir speichern mal wieder. Man weiß ja nie. Wie immer. So, also mir macht es echt Spaß, mit Laris zu reisen. So mit einem Kollegen. Wenn gerade harte Viecher kommen, der packt die immer und wir kriegen trotzdem die EP. Das ist schon nice, ne? So. Wo lang? Hier lang? Ja. Jetzt sind wir schon vor ihm. Ui, Banditen oder nicht? Was geht hier vor? Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, du, bleib stehen! Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Geh mir aus dem... Du hast eine ganz schön große. Es wird Zeit, dass ich. Kannst du noch? Alter Laris, hilf mir mal. Fick dich.
Das musste jetzt einfach nicht sein, sorry. Wie stark er sich gefühlt hat, können wir noch nach? Oder ist er schon tot? Nachstechen? Nee. Gut. Bleibt er liegen, ich hoffe. Lass uns weitergehen. Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Cool, wie wir den gepackt haben. Man merkt, langsam werden wir stärker. Das finde ich auch sehr gut gemacht. Die Soundeffekte, wenn man über eine Brücke geht, das macht das Ganze auch. Das kommt realer rüber, so. Richtig krass. Da kommt was über die Brücke. Nee, ich dachte. So. Ich frage mich, ob er uns jetzt in dieses Tal führt oder ob er uns zum Portal führt. Ach du Schreck, ich sehe das nicht gar nicht. Junge, mach das ja nicht nochmal! Das war aus Versehen. Lass uns weiter. Bleib dicht hinter. Ja, ja. Jetzt hat er mal was gesagt, weil ich ihn angegriffen habe. Erzähl so, hier kann's gefährlich. Lass uns weiter. Halt dich ein bisschen zurück. Stopp, warte, Kollege. Ich will dabei sein, ich will dich nicht alleine lassen. Das, wenn du schon sagst, es wird ein bisschen gefährlich, dann speichern wir gleich nochmal. Aber wenn es gefährlich ist, wir sind nicht alleine, wir haben gespeichert. Dann sind wir nämlich auf der sicheren Seite und so macht das Ganze noch mehr Spaß. Dann würde ich mal sagen, ab ins Abenteuer. Achso, hier kommen wir mal heftigere Monster, würde ich mal so sagen. Ach, das ist dieser Ort, langsam sind wir dort. Der sieht langsam schon interessant aus. Wir sind aus. Da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Oh, okay. Wo ist dazu was? Da vorne beim Feuer. Ich hab nämlich jetzt ein bisschen Schiss, wenn er uns alleine lässt. Wo ist dazu was? Ist da vorne beim Feuer? Da sind da bestimmt Goblins oder Miesepeter. Scheiße. Ein Glück haben wir gespeichert, wo Laris noch da war. Vielleicht hier doch einfach runter? Ach, tatsächlich. Ist er hier? Ist ein bisschen unsicher hier. Ach du Scheiße. Wo ist Saturas? Kacke. Und hier sterben wir an dieser Stelle. Ich wusste es. Wir sollen rausrennen bis zu Saturas, hat er gesagt, wenn wir merken, dass wir Viecher nicht gewachsen sind. Und das Ding ist nur, wir wissen nicht, wo er ist. Jetzt
frage ich mich, ob Satoras draußen oder drin ist. Ich sagte das nochmal. Ich höre ihn trotzdem nochmal zu. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, er wird sich schon um die Biest. Und eins noch. Lass dir nicht einfach. Wir sehen uns. Okay. Hier lang geht's auch nicht zu Satoras. Noch eine Steintafel. Ich spreche nochmal an. Kann ich mich nicht direkt zu Satoras bringen? Hör auf, hier rumzualbern. Bring das on. Ja, wo ist Satoras? Ist er hier? Wenn wir hier hochgehen? Mein Gott, ey. Es regt mich schon wieder auf. Muss jetzt vielleicht noch nicht sein, oder? Hier rumzuwandern. Na, egal. Wir kaufen uns bald mal wieder die Triche. Und irgendwann können wir das hier schon leer räumen. Wir haben alle Zeit der Welt. Oh Gott, liegen hier viele Goldtaler. Ich will jetzt mal zu Satoras, ey. Wer hat gesagt, wir sollen nicht in der Gegend rumeiern? Das würde ich mir eigentlich auch gerne zu Herzen nehmen. Wenn ich bloß wüsste, wo Satoras ist. Ist er hier? Ich denke, wir müssen hier runter. Weil er uns auch hierher gelotst hat. Und dies mit der Truhe ist schade, weil die Schienen wertvoll zu sein, also dass da viele wertvolle Sachen drin waren, aber wir können sie ja jederzeit mal wiederholen. So, weiter geht's. Weg mit dir. Hier speichere ich nochmal auf den Spielstand. Weil hier kommen gleich die Goblin-Skelette und ich versuche einfach an denen dran vorbeizurennen. Weil ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass ich hier keine Chance gegen die habe. Aber dass ich vielleicht einen blassen Schimmer an Chancen habe, sozusagen, wenn ich wegrenne. Auch weil die mich jetzt eine halbe Ewigkeit verfolgen. Satoras. Weg mit! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Glück ist Satoras da. Ein Mist viel weniger. Hat uns Satoras ja auch gesagt, dass wir dann, Lara, dass wir dann einfach ein bisschen Mist wie weniger. Scheiße, wir sind tot. Oh, mach den doch mal kalt jetzt, mein Gott. Bist du so stark oder tust du nur so, ey? Ein Mist viel weniger. Satoras.
Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ach, jetzt kommt eine Rückblende bestimmt. Aus Gothic 1. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es war Not. Was ist das für ein Gefahr? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was... Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinander gebracht. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier? Ich bin mit Laris? Ich bin allein. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich? Ich habe euer Ornament mit. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlässt. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch. Schon, aber es... Warum machst du so ein Theater? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Ich denke ja nicht, dass ich dir traue. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, ist gut. Sagst. Ich werde deine Aufnahme nutzen, aber bedenke, das ist auch mit einer großen Verantwortung verbunden. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht. Was machst du hier unten? Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem... Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Was machst du hier? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse. Reliquien, Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte... Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten... Kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen? Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen will. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Im hinteren Bereich des Gewölbes. Okay, speichern wir einfach mal. Und trinken einen Schluck aus unserem Fläschchen. Dieser Part wird etwas länger gehen, aber... Wayne, wir haben Zeit. Na toll, ich trinke natürlich Mana-Trank. Richtig geil. Aus Versehen, aber egal. Mit Mana Bay noch nicht so viel gemacht. So, wenigstens sind wir jetzt bei Saturas und haben einen neuen Anhaltspunkt und wissen jetzt langsam, wie es weitergeht. Und ja. Das ist es, Rio. Ah ja. Hey, you! Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des... Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adamus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmark. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen.
Saturas wünscht... Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefar. Er befindet sich weiter hinten in diesen Warte mal. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Der ist aber nett. Wie alt schätzt... Nun, ich kann nichts Genaues sagen. Mehrere hundert Jahre alt. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Goldschlüssel und Gepaus. Gegenstände. Ich überlege, ob ich das jetzt lernen soll oder nicht. Ich glaube schon. Okay. Nun kann dein Irrlicht schon einige Dinge mehr finden. Die dir nützen. Zeig mir. Wonach soll... Ringe und Amulette ruhen. Okay, das machen wir jetzt nicht noch mehr, aber was... Obwohl... Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Solange wir noch Punkte haben, könnten wir ruhig mal ein paar dafür investieren. Das wird noch zum großen Wert, deswegen mache ich jetzt mal so viele Lernpunkte, wie ich habe. Nun kann dein... Zeig mir, wie ich... Wonach so... Magische und andere Tränke. Komm. Zeig... Wonach... Nun kann dein Irrlicht... Schon was Neues herausgefunden. Es hat sich bestätigt. Die Kontur... Okay. Gut, dann gehen wir weiter in den hinteren Bereich. Wie das Nef, wie er es gesagt hat. So, hier sollen auch Viecher, sagt er. Eine Steintafel. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ich hab mir das schon gedacht. Meinst du, mir geht es besser? Okay, mit denen reden wir im nächsten Part. Also wieder einschalten. Ciao.